Das ist nicht unser Problem. Fünf mehr, wenn ihr dagegen seid, bleibt so, wie es jetzt ist. Hitzige Diskussionen im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport. Die Abgeordneten diskutieren über einen Gesetzesentwurf, den die SPD eingebracht hat. Die Partei will umfassende Reformen an den bayerischen Schulen durchführen. Die Grundschulzeit soll verlängert, das Sitzenbleiben abgeschafft und die Klassen verkleinert werden. Das ist das Szenario, mit dem sich die Referendare des Sonderpädagogischen Förderzentrums Marktoberdorf beschäftigen. Organisiert wird das gesamte Planspiel vom CAP, dem Zentrum für angewandte Politikforschung, im Auftrag des Bayerischen Landtags. Das Ziel ist einerseits, dass die Schüler natürlich einen Einblick bekommen, wie der Landtag arbeitet, wie ein Parlament arbeitet, die Gesetzesabläufe, also verstehen, wie aus einem Gesetzentwurf ein fertiges Gesetz hinterher wird, wie die Fraktionen miteinander spielen, was die Koalition macht, was die Opposition macht. Und natürlich auch, dass man lernt, dass es gar nicht so einfach ist, einen Kompromiss zu finden vielleicht auch, dass man viel im Detail feilscht. Und das andere große Ziel ist schlicht und ergreifend auch für Politik zu begeistern, dass man hinterher vielleicht mal die Tageszeitung liest, Nachrichten hört und so weiter. Der federführende Ausschuss wird von zwei weiteren beratend unterstützt. Im Planspiel sind das der Ausschuss für Familie, Soziales und Arbeit und der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten. Die Beschlussempfehlung der Ausschüsse wird anschließend in den Fraktionen erneut diskutiert. Hier die CSU mit echter politischer Beteiligung. Änderungsvorschläge können noch eingebracht werden. Dann bildet sich die Fraktion eine Meinung und formuliert dazu eine Rede. Normalerweise sind es ganz normale Schüler, in Anführungszeichen normale, von Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien. Das sind so normalerweise unsere Zielgruppe. Wobei natürlich der Vorteil dieser Zielgruppe hier ist, es sind doppelte Multiplikatoren. Das heißt, die wiederum gehen an ihre Schulen künftig und haben die Planspielerfahrung im Rucksack sozusagen und können an den Schulen für dieses Projekt dann auch werben. Höhepunkt des Tages. Im Plenum wird jetzt der Gesetzesentwurf von der Ausschussvorsitzenden vorgetragen. Dann sind die Reden der Fraktionen dran. Und deswegen sind wir für die Abschaffung des Sitzenbleibens. Schluss mit der Stigmatisierung, Schluss mit der Demütigung, Schluss mit der Geldverschwendung. Doch damit nicht genug. Die Grundschulzeit muss verlängert werden. Es zeigt eindeutig, die bayerische Bildungspolitik, sie funktioniert. Warum sollten wir alles umwerfen? Wir führen die Verbesserungen durch, wir wollen aber auch an dem Bewährten festhalten. Wir setzen auf die vierjährige Grundschule. Nicht auf die Sechsjährige, wie sie teilweise auch hinter unserem Rücken von der FDP auf einmal gefordert wurde. Denn sowas gibt's vermutlich nur im Planspiel. Die FDP hatte sich in allen drei Ausschüssen auf einmal der Meinung der Opposition angeschlossen. Die CSU stand alleine da. Im Gegensatz zur CSU sind wir auch zu Kompromissen bereit. In diesem sehr wichtigen Thema der Schulreform sind wir der Meinung, nicht vorschnell Gesetze zu erlassen, die Schülerinnen und Schüler später wieder ausbaden müssen. Wir sind gegen die Abschaffung der Klassenwiederholung. Außerdem plädieren wir für einen Ausbau der Grundschulzeit, jedoch vorerst als Modellversuch. Wollen wir den Schülern nicht die Zeit für eine individuelle Entwicklung geben, eine Entwicklung hin zum mündigen Bürger? Das kann nur in einer sechsjährigen gemeinsamen Grundschulzeit auf den Weg gebracht werden. Meine Damen und Herren, wir müssen uns klar werden, das Kind muss wieder im Mittelpunkt stehen. Nicht die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Beweggründe der CSU. Es war großartig. Also man hat natürlich gemerkt, dass wir mit Seminarteilnehmern, sprich mit Erwachsenen, mit jungen Erwachsenen gespielt haben und das war einfach, die Diskussionen waren großartig. Gleichzeitig hat man gemerkt, dass die Schulreformen ein Thema sind, was die Teilnehmer natürlich auch in ihrem beruflichen Alltag beschäftigt. Das hat die Diskussion unglaublich spannend gemacht. Wir hatten fast schon teilweise super geniale Schauspieler und natürlich junge Erwachsene ist für uns als Referenten sehr entspannt. Man kann unglaublich viel zuhören, man hat viel Spaß an den Themen. Am Ende wurde der Gesetzesentwurf tatsächlich so durchgebracht. Nur die CSU war dagegen. Ob das so jemals im Bayerischen Landtag Realität wird, das sei dahingestellt.